Auf den ersten Blick hätte man meinen können, dass der große Wald in dieser Nacht von Ruhe und Frieden erfüllt war. Wäre da nicht diese eigenartige Dunkelheit gewesen, die hier und da für einen kurzen Moment auftauchte, immer verbunden mit einer plötzlich auftretenden Kälte. Viele der Waldbewohner bekamen davon nichts mit. Sie hatten sich an ihre Schlafplätze zurückgezogen oder ihre speziellen Schlafpositionen eingenommen und schliefen tief und fest. So wie die Pilze, die ihre Lamellen zuklappten und ihre Hüte in Schlafposition brachten. Oder die murmelförmigen Käfer, die sich unter dicken Baumwurzeln in Gruppen zusammenfanden, weil sie sich so geborgen und sicher vor Angriffen fühlten. Doch es gab natürlich auch die Waldbewohner, deren Leben erst jetzt im Dunkel der Nacht zur Entfaltung kam. Eulen und Uhus, Käuzchen, Fledermäuse, Motten, Dunkelmarder, Nachtspringflöhe, Nachthasenschweinchen, dunkelbraun melierte Kleinschlangen und viele andere. Sie alle gehörten zu denen, die erst in der Nacht aktiv wurden. Sobald die Sonne ganz untergegangen war, kamen sie aus ihren Höhlen und Verstecken hervor und bevölkerten auf eine ganz eigene, meist sehr sanfte Art und Weise den nächtlichen großen Wald. Nicht zu vergessen die Pflanzenarten, die erst durch das Mondlicht in Bewegung kamen, wie die Nachtlilien, die Mondveilchen, die Sternenlichtbüsche und etliche andere Nocturnuspflanzen. Auch sie waren ein Teil jener ganz besonderen nächtlichen Atmosphäre im großen Wald. Doch in dieser Nacht war die sonstige Harmonie gestört. Es lag nicht nur an dieser eigenartigen Dunkelheit und der damit einhergehenden Eiseskälte, die diejenigen, die sie spürten, irritiert zurückließen, sondern auch an einer eigenartigen Unruhe, die aus dem Waldboden zu kommen schien. Dort, wo sie auftauchte, kribbelte und krabbelte alles und das Laub raschelte für einen Moment, so merkwürdig, dass sogar einige der tiefschlafenden Pilze aufwachten und sich verwundert umsahen. Doch so schnell, wie die Dunkelheit und die Kälte gekommen waren, gingen sie auch. So schnell war auch die Unruhe im Waldboden jedes Mal wieder verschwunden. Die Folge von all dem war, dass viele der schlafenden Waldbewohner sich unruhig hin und her wälzten und das Gefühl hatten, irgendwie wach zu sein, während die wachen Waldbewohner sich nicht sicher waren, ob sie sich das Ganze nur einbildeten. Am nächsten Morgen konnte niemand so genau sagen, was eigentlich los gewesen war. Und genau das war das Sonderbare, dass es nur ein sehr vages, eigenartiges Gefühl gab von etwas Ungreifbarem, das sich dem Einfluss aller zu entziehen schien. Doch vorerst war es Nacht. Der Mond und die Sterne leuchteten und es schien, als sei die Unruhe nur vorübergehend. Noch ahnte niemand, dass dies erst der Anfang sei.